Ja, zum Abschluss unserer doch recht umfangreichen Behandlung des Internetprotokolls, also von IP, wollen wir uns jetzt nochmal einer aktuellen Entwicklung widmen, nämlich IP Version 6. Zurzeit in aller Munde, die Umstellung ist in vollem Gange. Wir wollen uns jetzt mal genau anschauen, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Nun, der Ausgangspunkt ist ganz einfach der, das haben wir schon mehrfach gehört, dass eben IP-Version 4 Adressen zurzeit knapp werden. Man hat mit verschiedenen Maßnahmen ja versucht, dagegen anzuwirken. Da haben wir auch schon einige von kennengelernt, unter anderem eben die Schaffung von privaten IP-Adressbereichen, unter anderem die Bildung von Subnetzen. Und jetzt ist man aber da angekommen, dass eben trotzdem die IP-Adressknappheit so stark vorangeschritten ist, dass man jetzt den finalen Schritt gehen muss, nämlich eine neue Version des Internetprotokolls, und das ist eben IP-Version 6. Und IP-Version 6 sollte uns nun endlich einen, ja, für die zumindest absehbare Zeit ausreichend großen IP-Adressbereich zur Verfügung stellen. Denn wir schauen uns das mal an. Der Unterschied, ganz klar, ist erstmal, dass wir 128-Bit lange Adressen bilden, im Gegensatz zu den nur 32-Bit langen IP-Version 4 Adressen. Und daraus folgt, dass wir insgesamt 10 hoch 38 eindeutige IP-Version 6 Adressen vergeben können. Im Gegensatz dazu hatten wir ca. 4 Milliarden IPv4 Adressen, die durch einen relativ verschwenderischen Umgang auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch eine ungünstige Verteilung über die drei, über die drei IP-Adressklassen, die wir schon kennengelernt haben, eben eine Menge verschwendet wurde. In diesem Fall sieht man hier schon auf der Folie, waren das 80% aller Adressen. Das ist natürlich schon ein Problem. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal weiterspinnen möchte, dann kann man davon ausgehen, dass selbst wenn jeder Rechner, den wir heute so auf der Welt haben, 1000 eindeutige Adressen erhalten sollte, immer noch 10 hoch 35 eindeutige Adressen übrig blieben. Also man sollte davon ausgehen, dass selbst wenn der letzte Toaster und der letzte Kühlschrank mit einer IP-Adresse versehen wird, dass dann immer noch genügend IP-Version 6 Adressen zur Verfügung stehen, dass man damit noch weiter arbeiten könnte. Wir haben natürlich eine spezielle Ausrichtung an dieser Stelle auch auf aktuelle Trends, also auf mobile Nutzung von IP. Jedes Smartphone, jedes Tablet, demnächst wahrscheinlich auch noch Uhren oder alles Mögliche, was man sonst noch am Körper tragen kann, verfügt dann irgendwann über eine IP-Adresse, und darauf hat man sich natürlich hier auch entsprechend ausgerichtet. Und wir haben eine veränderte Schreibweise, also diese einfache Schreibweise in dezimaler Form, die wir bei IP-Version 4 kennengelernt haben, von der müssen wir uns leider auf kurz oder lang verabschieden und an eine etwas neue, etwas vielleicht auch kompliziertere Schreibweise gewöhnen, und zwar im Hexadezimalsystem. Das schauen wir uns alles auch gleich nochmal im Detail ein bisschen genauer an. Diese neue Schreibweise ist nämlich genau das, was es so ein bisschen schwierig macht, auch diese Umstellung zu vollziehen, gerade für jemanden, der schon länger mit IP-Version 4 gearbeitet hat. Wir haben jetzt also nicht mehr unsere vier durch Punkte voneinander getrennte Oktette, sondern wir haben acht jeweils durch Doppelpunkte getrennte Blöcke. Und in diesen Blöcken haben wir jeweils vierstellige Hexadezimalzahlen stehen. Und dabei ist wichtig, Buchstaben dürfen sowohl groß als auch klein geschrieben werden, also da macht IP-Version 6 keine großen Unterschiede. Aber daraus folgt auch, dass wir eben pro Block 16 Bit abbilden können. Also in Hexadezimalform wären das eben umgewandelt 16 Bit. Und daraus folgt eben auch, dass wir 8 Blöcke haben, a 16 Bit, also im Endeffekt 128 Bit. Wenn wir jetzt nochmal unsere klassische IP-Version 4 IP-Adresse uns anschauen, dann haben wir dort die 172.16.14.193. Das kann man sich gerade so in der Regel noch merken. Wenn wir uns jetzt eine IP-Version 6 Adresse mal im Vergleich dazu anschauen, das sind übrigens nicht die gleichen Adressen, die jetzt hier auf dieser Folie stehen, dann sieht man schon, okay, das Ganze ist ein bisschen komplexer, und da wird es dann eben auch entsprechend schwierig, sich das zu merken. Also es wird durchaus alles ein bisschen schwieriger bei der Umstellung von IP-Version 4 auf IP-Version 6. Wie sind diese Adressen nun aufgebaut? Also ähnlich wie wir das von IP-Version 4 kennen, gibt es auch hier einen bestimmten Aufbau. Wir haben jetzt eigentlich nicht mehr diese klassischen Subnetz-Zuweisungen, die wir vorher hatten. Wir haben jetzt stattdessen ein sogenanntes Präfix, das eben angibt, in welcher, welches eigentlich die Netzwerkkennung von unserer IP-Adresse ist. Und wir sehen das hier an diesem Beispiel der IP-Version 6 Adresse. Da haben wir ein Slash 64 hinten dran. Das ist diese Classless Interdomain Routing Schreibweise, die wir auch schon kennengelernt haben bei der Subnetzbildung. Und die gibt in diesem Fall eben an, dass wir 64 Bit eben für das sogenannte Präfix innerhalb dieser Adresse dort verwenden. Diese ersten 64 Bit sind also für das sogenannte Subnetzpräfix, auch wenn es eigentlich kein Subnetz ist, sondern eine Netzwerkkennung, reserviert. Dazu gibt es noch für jeden Rechner, für jede Netzwerkschnittstelle in jedem Rechner eine sogenannte Link-Local-Adresse oder verbindungslokale Adresse, die eben einzeln festgelegt wird für jede Schnittstelle an einem Rechner oder in einem Router oder in einem sonstigen Netzwerkgerät. Das beginnt immer mit einer festen Zeichenfolge, nämlich immer mit FE80, Doppelpunkt,
Und das beinhaltet immer auch den Schnittstellen-Identifier. Denn dieser Schnittstellen-Identifier ist letzten Endes nichts anderes als das, was wir schon kennengelernt haben als MAC-Adresse. Und dadurch habe ich eben für jede Netzwerkschnittstelle auch eine eindeutige Adressierung, ohne dass ich überhaupt erstmal eine Konfiguration vornehmen muss. Denn durch die Einbeziehung der MAC-Adresse habe ich ja schon eine Eindeutigkeit vorhanden. Wenn wir jetzt nochmal auf die Schreibweise von IPv6 Adressen schauen, dann gibt es dort verschiedene Regeln, die uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Und zwar folgen diese Regeln immer einem bestimmten Muster. Und wichtig ist dabei, ganz besonders, wenn wir uns dieses Beispiel von einer IPv6 Adresse mal anschauen, dass die Nullen eine besondere Rolle spielen. Und zwar ist es so, dass führende Nullen in jedem Block weggelassen werden können einfach. Also man kann davon ausgehen, wir haben diese Blöcke, in den jeweils vier Hexadezimalzahlen stehen. Wenn da nur zwei drin stehen, weiß ich, da fehlen noch zwei Nullen, die einfach nur noch vorne ergänzt werden müssen. Also wir haben jetzt hier dieses Beispiel der IPv6 Adresse oben und darunter mal die gekürzte Version, wo wir schon zum Beispiel im zweiten Abschnitt, im zweiten Block sehen, da fehlen die zwei Nullen. Wir sehen auch im dritten Block, da wurden Nullen weggelassen, da steht jetzt nur noch eine statt der vorher vier Nullen und so weiter und so fort. Also Nullen dürfen, wenn sie führend sind in einem Block, immer weggelassen werden. Das Ganze kann man noch ein Stückchen weiter treiben, und zwar sehen wir das jetzt auf dieser Folie, und zwar dürfen innerhalb einer Adresse vorkommende Nullenfolgen maximal einmal abgekürzt werden, und zwar macht man das mit Hilfe eines doppelten Doppelpunkts. Wir haben dafür verschiedene Beispiele, in diesem Fall FE80, und dann haben wir eine Nullenfolge danach und am Ende nochmal eine 57. Und immer wenn wir diese Nullenfolge haben, dann dürfen wir die, wie gesagt, einmal komplett abkürzen pro Adresse. Was einmal bedeutet, sehen wir gleich auch noch. Also wir sehen hier, diese relativ lange Adresse dürfen wir kürzen mit einem doppelten Doppelpunkt, indem wir einfach sämtliche Nullenblöcke rauslassen. Wir haben noch ein anderes Beispiel, dass also auch führende Nullenblöcke weggelassen werden können. Also eine IPv6 Adresse kann auch mit einem doppelten Doppelpunkt beginnen. Wenn wir aber zwei Nullenfolgen innerhalb einer Adresse haben, das ist das dritte Beispiel, dann dürfen wir diese nur einmal abkürzen. Also wir dürfen entweder nur das eine Beispiel, dass wir die vorderen Nullenfolgen einmal mit einem doppelten Doppelpunkt abkürzen, verwenden, oder wir dürfen die zweite Nullenfolge abkürzen mit einem doppelten Doppelpunkt, aber nicht eben beides gleichzeitig, denn es muss ja immer wieder eindeutig sein, an welcher Stelle wurde eigentlich gekürzt. Also diese Abkürzungen bitte immer nur einmal vornehmen, eben aus Eindeutigkeitsgründen. Wenn wir das Ganze jetzt wieder rückwärts betrachten, dann folgt das natürlich denselben Regeln. Also wenn wir die Adresse hinterher wieder erweitern, dann kommt natürlich das Gleiche bei raus. Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 würde eben aufgelöst sämtliche Nullenblöcke nochmal vor die 1 schreiben, die man dann entsprechend auch wieder kürzen kann um die führende Nullen. Wenn wir jetzt mal eine IPv4 Adresse in eine IPv6 Adresse umwandeln wollen, dann ist das natürlich auch möglich. Und zwar können wir das gerade für den Übergang in Netzwerken machen. In öffentlichen Netzwerken ist die Umstellung, wie gesagt, schon in vollem Gange. In privaten Netzwerken sträubt man sich aus den genannten Gründen noch so ein bisschen, aber für den Übergang ist das eben möglich, damit man nicht sein komplettes Adressschema über den Haufen schmeißen muss. Wichtig ist dabei, dass nur in den unteren 32 Bit von 0 verschiedene Werte enthalten sein dürfen. Die oberen 96 Bit in unserer IPv6 Adresse, die müssen alle 0 sein. Also wir haben eben führende Nullen. Dabei kommt eben aus unserem klassischen IPv4 Beispiel 172, 16, 14, 193 das hierbei raus. Wir können da auch schon sehen, umgewandelt in eine Hexadezimalzahl wäre das eben AC.10.E.C1. Jetzt müssen wir das Ganze eben auffüllen, also nur die 32 unteren Bits dürfen ja von 0 unterschiedlich sein, also füllen wir vorne mit Nullen auf. Wir haben ja gerade schon gelernt, genau diese Nullen dürfen wir auch abkürzen, soll heißen, unsere IPv4 Adresse 172, 16, 14, 193 wäre umgewandelt und abgekürzt in einer IPv6 Adresse eben Doppelpunkt, Doppelpunkt, AC10, Doppelpunkt, EC1.